Alles klar, Freunde. Ich glaube, wir wissen alle, warum wir heute hier sind auf Dragon Ball Legends. Wir haben hier nämlich unseren Black Friday Step-Up Banner und Props an Dragon Ball Legends. Was für ein geiles Banner ist das? Womöglich das beste Legends Banner, was es bis jetzt gab, Freunde. Da erzähle ich euch keinen Käse. Wir haben hier Step-Up Summon und das resettet sich nach Step 7. Wir werden einen Durchlauf schaffen. Ein ganzer Durchlauf kostet 4100 Kristalle. Ihr bekommt dafür aber 60 Charaktere und darunter zwei garantierte Sparken Charaktere. Und dann auch noch, also dank den Sparken Tickets, und dann auch noch aus diesem Banner nehme ich, Freunde, mit den neuen Charakteren Super Saiyan 3, Goku, Goku Black, Majin Vegeta. Die drei sind wirklich insane. Im Banner selbst sind aber auch alle anderen Sparten-Charaktere. Die Sache ist jedoch, auf die neuesten Charaktere sind wie immer 1%. Auf alle anderen wird das aufgeteilt. Ihr seht das schon, die haben 0,053%. Und mit dem Ticket, Freunde, da wo wir einen garantierten Sparten-Charakter bekommen, da ist auf den neuen Charakteren, auf Super Saiyan 3, Goku, auf Goku Black und Majin Vegeta je 20%, heißt so gesehen eigentlich 60%, dass man mit den Tickets einen der drei Charaktere zieht, Freunde. Und dementsprechend, was geht ab, meine Z-Fighter? Und willkommen zum Dragon Ball Legends Summon, Freunde. Ich kann es nicht erwarten, wir haben auf jeden Fall hier einen Durchlauf. Wir werden einen kompletten Durchlauf machen, 7 Steps. Und dann bin ich echt drauf gespannt, was wir ziehen werden. Wir starten mit 3 Pots hier an der Stelle. Das ist Step Nummer Uno. Falls ihr schon gesummt habt, lasst mich auf jeden Fall wissen, was habt ihr in den Kommentaren. Also lasst mich in den Kommentaren wissen, was habt ihr gezogen. Und falls ihr noch summen werdet, wünsche ich euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück, meine Freunde. Und ich kann es kaum erwarten, Freunde. Wir haben hier einmal weitere Majin Vegeta. Ich sag's natürlich ausweg. Ich hätte liebend gern Majin Vegeta. Das wäre wirklich sehr, sehr geil, wenn wir Majin Vegeta ziehen könnten. Aber auch außerhalb davon, zu Super Saiyan 3 Goku und zu Goku Black, sage ich auf gar keinen Fall nein. Denn die sind wirklich auch insane, Freunde. An sich, die drei Units sind sehr, sehr gute Units, die online gekommen sind, Freunde. Und das war Step 1, Freunde. Lass mal die Steps durchgehen. Das war gerade Step 1. Für Step 1 100 Kristalle, 3 Charaktere bekommen. Jetzt sind wir bei Step 2. Wir haben hier jetzt 300 Kristalle und bekommen 5 Charaktere. Leute, von heute. Ich komme gerade von der Session, habe gerade gut produced, sage ich mal. Let's Play Pikachu, ein paar Parts aufgenommen auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir mal, hoffentlich können wir uns belohnen. Hoffentlich können wir uns belohnen, sage ich mal, oder ich mich an der Stelle hier. Wir hatten hier 3 Pots, wir bekommen, was habe ich gesagt, 5 Charaktere? Schauen wir mal, ob da ein Spartan-Charakter mit dabei ist. Da sind zwar auch alle anderen Spartan-Charaktere drin, Freunde, aber wie gesagt, da die Rates von denen deutlich geringer sind, finde ich das trotzdem guten Bonus. Da ist auch Gogeta ist drin. Ey, den hatte ich nicht. Der hat einen geilen der hat ein geiles Artwork. Da, Gogeta ist drin, Janemba ist drin, Super Saiyan, einfach alle Spartan-Charaktere, Freunde, ja, so an sich an der Stelle. Natürlich wäre es geil, wenn wir die neuen ziehen. Und ich sag's jetzt schon mal, eigentlich wollte ich es nicht sagen, weil ich bin mir ziemlich sicher, es wird so kommen. Bei den Tickets, da ist ja je auf einen neuen Charakter, also je neue Charakter, Super Saiyan 3, Goku, Goku Black und Majin Vegeta, die haben 20% mit den Tickets. Und dann würde es wirklich wehtun, wenn eben keiner von den drei kommt. Keiner von den drei kommt. Ich habe es jetzt leider gesagt, weil ich bin mir sicher, das wird bei mir passieren. Ich hoffe, euch passiert es aber nicht. Ich hoffe, ihr zieht mit den Tickets eines der neuen. Und das Brutale ist, nach Step 7 tut sich das Resetten. Ich werde leider kein Reset machen können, heute noch. Das Ding ist auch 9 Tage online. Ich weiß nicht, ob ich noch zum Step komme, ob ich noch im Durchlauf komme. Deswegen, Freunde, hoffentlich klappt es hier. Step 3 sind wir an der Stelle. 700 Kristalle für einen ganzen Mutti. Und wir bekommen nicht hier das Ticket, sondern erst im 4. Step, Freunde, und im allerletzten. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, Freunde, ich bin so was von gespannt, was hier abgeht. Nein, bitte nicht ein Pot. Das ist ein ganzer Multisum, bitte nicht ein Pot, bitte nicht. Sparking-Tickets garantiert, ja, cool, aber wir... Bitte, wenn wir davor schon Spartan-Charaktere ziehen könnten. Bitte, 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 Game. Legends, bitte. Wir verlieren ja auch noch. Darauf muss ich auch noch einen Schluck nehmen. Darauf musste ich einen Schluck nehmen, Freunde. Legends, bitte. Wir sind bei Nacht hier. Summons bei Nacht. Ja, the Beat! Basis! Jawohl! Super Saiyan 3 Goku, ein neuer Charakter, Super Saiyan 3 Goku ist brutal, mit der Bait-Animation, genau das, Alter, so klärt, aha, korrekt, dass wir ein Bait bekommen haben, ihr seht's an mir, ich bin gerade übertrieben rot und, sorry, aber ich glaube echt erschöpft aus, aber ich habe gerade echt eine geile Session aufgenommen für ein paar Let's Play Parts an der Stelle, sorry,
Hey, Grilli hat sich auch nicht. Und vor allem nicht wundern. Die Let's Plays sind ein Zusatz, ja. Es ist ja wie immer. Wie immer wird jeden Tag von, ich sag mal, von den Hauptcontent ein Video kommen, wie im wie es so ist. Außer jetzt Freitag kam keins, also meine ich Dokkan Legends Blazing oder so. Da hat sich, ich werde da nichts vernachlässigen. Keine Sorge, Freunde. Und dieses Pokémon ist eben Zusatz. Zwei. Also am Wochenende auf jeden Fall zwei Parts. Oh, geil. Am Wochenende zwei Parts. Morgens, abends, unter der Woche auf jeden Fall immer eins. Hängt dann von den anderen Spielen ab, ob ein zweiter Part dann kommt unter der Woche. Wenn da viel los ist, dann kommen natürlich andere Spiele. Vierter Step und da bekommen wir ein Ticket. Da bekommen wir ein Ticket, Freunde. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ein Ticket direkt danach raushauen werde oder nicht. Aber ich glaube, wir machen es direkt danach, weil da haben wir ganz am Ende noch ein Ticket. Ich glaube, wir machen es so. Noch ein Spartan-Charakter. Dragon Ball Animation. Hatte ich lange nicht mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Sparken haben wir mindestens. Bitte lass es ein von den neuen sein. Bitte. Extreme C18. Oh, ich warte gerade auf. Oh, guck mal, Thales ist ein Hero-Charakter und seine Animation ist insane. Sein Artwork, sorry. Nein! Thales, okay, ja, ich hab nicht ihren Druck an, kann ich gerne hier kommen. Bitte, Basis. Kann ich nicht nein zu sagen. Drei Sterne Super Saiyan 3 Goku. Her damit, Super Saiyan 3 Goku. Freunde, der ist direkt der Regen-Konter. Der hat 40% mehr Schaden gemacht gegen die Regen-Kategorie. Der ist richtig gut, Freunde. Der ist richtig gut. Und den kann man auch sehr gut in Teams verwerten. Der ist Saiyan-Tech. Super Saiyan-Tech. Aber guck mal ganz kurz die Techs an. Ja, der gibt den Saiyajins Fernverteidigung was. 21% stand da dran, ne? Ich weiß nicht, ob es bei ab Siegfähigkeit 30 ändert. Ich habe es noch nicht abgecheckt. Aber, schau mal, was der Text hat. Saiyan. Oh, Saiyan und Super Saiyan 3. Saiyajin und Super Saiyan 3. Der hat keinen Super Saiyajin-Tag. Das tun die schon differenzieren. Okay. Kämpfer des Jenseits. Freunde, der ist brutal. Super Kamera, Super Drachenforce Kai hat der an der Stelle. Das ist ein richtig gute Unit an der Stelle. Pass Fanfare des Saiyajin 21% ab. Siegfähigkeit 2. Kann sein, dass bei Siegfähigkeit 3 was dazukommt. Hoffentlich. Und ja, so, je länger ein Kampf ist, desto stärker wird er. Und das ist das Brutale. Direkter Konter gegen Regen. Erneuerung Charaktere. 40% Schlagschaden drauf. Okay, Freunde, lasst uns diesen einen Ticket nehmen. Und guck, lasst mich es euch jetzt zeigen, Freunde. Oh, zweimal Back-to-Back Super Saiyan 3 Goku. Richtig geil auf jeden Fall. Back-to-Back Super Saiyan 3 Goku. Und hier an der Stelle Dragon Ball Legends lag von dem Puls. Keiner weiß. Aber ja, in letzter Zeit hat es bei mir jetzt persönlich ein bisschen oft geleckt, sag ich mal, Legends. Aber hier, bam, Ticket-Banner, Freunde. Jetzt schaut euch das an. Wir haben für Goku, Vegeta und für Goku Black 20%, alle anderen 1, irgendwas. Also bitte, lasst es nicht an diesen 1% scheitern und bitte gib uns einen der drei Charaktere, Freunde. Lasst uns das hier zu einem Group Sum machen, damit jeder von uns Glück bekommt, Freunde. Egal welches Spiel, wo ihr reinhoppen wollt, Blazing Legends, Dokkan, egal was ihr gerade spielt. Ihr wisst ja, das Ganze läuft in den Groups haben. Dann lasst mir auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, wenn ihr irgendwas Geiles gezogen habt, was ihr gezogen habt in den Kommentaren. Gerne auch in den Social Media Kanälen, Instagram, Twitter, Discord. Alle Links in der Beschreibung, Freunde. Ich zähle runter und dann, Freunde, ich gebe euch die Kraft, dass, wenn ich hier geschärftet werde und keinen der drei Features ziehe, dass immerhin ihr einen davon zieht. Oh, 3, 2, 1, go! Sorry! Sorry, ich habe vergessen. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass es ein bisschen leck. Schaut euch das Artwork an! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und seine Final Explosion macht AOE Damage, trifft auch die Gegner auf der Bank. Schaut euch sein Artwork an! Oh mein Gott, was? Mit Trunks, Freunde. Mit Trunks. Oh mein Gott. Was? Hätte ich legit mein Majin-T-Shirt eigentlich auspacken können, Freunde. Wie habe ich das jetzt getriggert? Ich weiß gar nicht mehr.
Ich habe lang drauf gedrückt gehalten, glaube ich. Es kam nur kurz. Anyway, ihr habt es gesehen und Majin Vegeta ist auch eine richtige Bestie, Freunde. Saiyajin Tag, Vegeta Familie, Super Saiyan Sai Tag. Und schaut euch mal das an. Schlagangriffskarte zerstört eine Künstlerkarte. Ich bin mir verdammt nochmal nicht sicher. Ich habe es nämlich nicht getestet. Danach werde ich schlauer, aber ihr könnt es mich gerne in den Kommentaren schon wissen lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob eine eigene Künstlerkarte zerstört wird oder die des Gegners. Da bin ich mir nicht sicher. Sie viel Basis-Fan-Saiyajin ab. Okay, krass. Der ist so ein zweischneidiges Schwert, Freunde. Wenn er reinkommt, 50% zugefügt Schaden macht er für 15 Sekunden. Aber auch wenn er reinkommt, bekommen unsere Verbündeten für 20 Sekunden 30% mehr Schaden. So, ja, zweischneidiges Schwert, aber der ist übertrieben geil mit der Final Explosion vor allem. Majin, schaut euch das Artwork an, bitte. Hintergrund Dokkan-like. Wirklich Hintergrund Dokkan-like, aber was da vorne abgeht. Oh mein Gott, bitte. Oh, mit Trunks. Mein Sohn. Step 5, Freunde. Ja, 1000 Kristalle, ein Multi wie sonst auch. Der Step drauf wird kostenlos sein. Dann bekommen wir noch einen Step und noch ein Ticket. Das war geil. Drei Pots. Auf zerstörten Namek. Super Saiyan gehen wir. Oh, wenn ihr in Sparken kommt, wäre es auch geil. Wenn ihr noch in Sparken kommt, wäre es auch geil. Ich hätte nichts dagegen, Freunde. Oh, das hat... Oh, Majin Vegeta Ideas, Freunde. Majin Vegeta. Oh, Neutral Clash wollen wir eigentlich nicht. Oh, wir hatten Super Saiyan Namek zerstört. Komm schon, haben wir ein bisschen Hoffnung auf den Spartan-Charakter. Dennoch wäre nicht schlecht, Freunde. Es fehlt halt legit nur noch Goku Black. Wenn wir alle in einem Durchlauf ziehen, oh mein Gott. Da hatten wir echt richtig Glück. Und ich hoffe, ihr hattet dann auch Glück an der Stelle, Freunde, wenn ihr noch summont. Hoffentlich, Freunde, weil es ist echt, würde echt sagen, nimmt viel mit. Ich weiß zwar nicht, was zu Weihnachten kommt, was zu Winter kommt. Ich meine, wir bewegen uns im Dragon Ball Genre zum Dragon Ball Super Broly Film hinzu. Und, warte, lass es nicht die Animation gewesen sein, ohne einen Spartan-Charakter. BD! Tatsächlich, okay. Tatsächlich. Und da könnt, ich will es nicht ausschlagen, dass in Legends eventuell auch was zum Dragon Ball Super Broly Film kommen könnte. Wisst ihr, was ich meine? Ich will es echt nicht ausschlagen. Naja, ob so oder so, beziehungsweise wissen wir, Anfang Dezember kommen Super Saiyan Bardock und Chilled. Aber so oder so, Freunde, das war geil, das war heute geil. Zweimal Goku, einmal Majin. Jetzt haben wir den Gratis-Beschwörung noch, Freunde. Gratis, und dann haben wir noch einen, das können wir auch noch machen. Und dann haben wir noch ein gratierten Ticket am Ende. Und da bin ich echt gespannt. Wirklich, ich wünsche jedem, dass sie aus den Tickets, wenn ihr das machen könnt, aus den Tickets kommt. Ich wünsche wirklich jedem, dass sie... Oh nein. Immer ein Super Saiyan. Dass ihr aus den Tickets wirklich einen der drei zieht mit den 20% Chance. Wenn bei einem Multi so eine Lame-Animation kommt. Ein Pot. So, wir haben Super Saiyan, wir haben rote Schrift, heißt aber Extreme gerade mindestens. Ja! Genau das will ich sehen, weil wir wissen, jetzt haben wir noch einen Sparking. Jetzt ist interessant, Freunde. Wir haben noch einen Sparking-Charakter. Wer ist es? Was? Das wünsche ich niemanden. Das wünsche ich niemanden in diesem Step-Up-Banner. Wirklich nicht. Das wünsche ich wirklich niemanden. Weil die haben 0, irgendwas Prozent gehabt, haben wir gesehen. Das wünsche ich niemanden, meine Freunde. Schade. Oh, schade. Wäre das eine von den drei, die mit der 1% featured sind. Ich meine, okay, das kann natürlich auch vorkommen. So unwahrscheinlich ist das nicht, ne? So unwahrscheinlich ist es nicht, das kann vorkommen. Aber dann wünsche ich da keinem Ginyu vorerst mal. Ja, wenn ihr da Gogeta zieht oder Super Saiyan 2, Gohan, Janemba oder so, viel, viel geiler. Aber wir hatten hier Ginyu an der Stelle. Macht nichts, Freunde. Macht nichts. Wir kommen jetzt zum letzten Multisum und dann haben wir noch ein Ticket. Dann haben wir noch ein gemeinsames Ticket zum Abschluss. Puh, nochmal tief durchatmen, Freunde. Nochmal tief durchatmen. Und dann schauen wir uns hier noch letzten Multi an. Dann haben wir noch einen garantierten Sparken auf jeden Fall drauf. Wir haben, waren das 5 Pots? Wir gehen auch in Super Saiyan. Schon mal gute Anzeichen. Können wir Freezy dappen? Noch nicht. Aber ich bin so aufgeregt. Ich weiß. Ja! Ja, ich gucke gleich die ganze Zeit nach auf meinen zweiten Monitor, damit einfach. Ich hoffe, alles funktioniert. Es sieht alles gut aus wegen der Aufnahme. Ja! Goku Black Rollkragen. Wir haben einfach alle gezogen in einem Durchlauf. Koroningen. Oh mein Gott. Was? Sorry, Freunde. Sorry, aber... Ich
Ich hoffe, ich kann meinen Luck an euch übertragen. Ey, ich hoffe es wirklich, Freunde. Ohne Spaß, ich wünsche es jedem, dass ihr einfach was zieht. Weil es ist wirklich einfach bitter, wenn man farmt und dann einfach geschäftet wird. Aber wie gesagt, wenn ihr summon könnt, dann nimmt alles mit, Freunde, in diesem Step-Up. Wäre wirklich ein Ratschlag von mir. Weil in diesem Step-Up, Freunde, das ist richtig geil gemacht. Und guck mal, lass uns kurz Goku Black anschauen, sein Artwork, Freunde. Oh. oh mein Gott, krass. Weil guck mal, jetzt sind wir wieder bei Step 1 und jetzt könnt ihr die ganzen Steps wieder mitnehmen, Freunde. Deswegen, wenn ihr könnt, nehmt alles mit, Freunde. Freunde, letzter Ticket. Ein Sparking haben wir noch. Und wie gesagt, ich wünsche jedem, dass es wirklich eine der drei Featured ist, Freunde. Keine Ahnung, warum ich es gerade so mache. Aber ich... Keine Ahnung, mir ist gerade danach. Ich wünsche wirklich... Bitte. Jeder, der ein Ticket sammelt. Bitte. Einfach wirklich jeder. Zieht einen der Featured. Werdet nicht geschäftet von den 0, irgendwas Prozent oder was sie da hatten. Oh, ich hab Angst hinzusehen. Komm schon. Ah, Super Saiyan 3 Goku hat es heute mit uns. Aber 4 Sterne Super Saiyan 3 Goku. 4 verdammte Sterne Super Saiyajin 3 Goku. Und da sage ich auf jeden Fall nicht nein, Freunde. Was war das für ein Video? Ich hoffe, ihr habt wirklich genauso viel Glück bei dem Step-Up-Banner. Und wirklich, wie gesagt, nehmt so viel mit. Wie möglich. Wegen den Tickets auch, Freunde. Ihr habt gesehen, es macht sehr viel aus. 4100 Kristalle, ihr bekommt bis zu 60 Charaktere. 2 davon sind Sparken garantiert. Und bei den Tickets haben wir 20% jeweils für die Charaktere. 1% so bei den normalen ohne Tickets. Und die anderen Charaktere haben sehr, sehr weniger Rates. Deswegen, Freunde, wünsche auf jeden Fall allen sehr, sehr viel Glück. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ich reden könnte, sorry, Freunde. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir ganz ein Like. Und falls ihr neu seid und euch das Ganze gefallen hat, oh, ich wiederhole gerade alles, lasst ein Abo da, Freunde. Jede Unterstützung zählt an der Stelle und über jede bin ich dankbar. Ihr merkt es, wir sollten zum Schluss kommen bei Nacht, sonst verplappere ich mich allzu sehr. Haut rein, Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my